Hallo liebe Leute, wir sind hier in der Koloniestraße 10 auf dem historischen Remisenhof. Neben mir steht Johnny, einer der Bewohner hier. Und um diesen Remisenhof wird schon lange gekämpft. Das ist ein historisches Teil in unserem Kiez, wo Konzerte stattfinden, wo Kleingewerbe stattfindet, stattgefunden hat. Und es steht schon lange unter Druck. Möglicherweise ist es verkauft worden, Johnny. Wie ist der aktuelle Stand da bei euch? Wir haben gehört, dass ein Grundstücksverkauf stattgefunden haben soll und dass es jetzt eine Teilung geben soll des Grundstücks. Und dass wir befürchten, dass die Mikro-Apartments von nebenan hier rüberschwappen. Und das wäre natürlich schade. Also Mikro-Apartments heißt 16 Quadratmeter Zimmer für 800 Euro, was hier wirklich niemand braucht in diesem Kiez. Was sind denn eure Forderungen jetzt an die Politik? Wir fordern, dass wenigstens dieses Gebäudeensemble, das historische, hier erhalten bleibt. Weil das ist begehbare Geschichte. Hier kann man reingehen, hier finden Stadtführungen statt und man kann einfach sehen, wie die Leute vor 100, 150 Jahren gelebt haben und wie hier gearbeitet wurde. Und zudem wollen wir, dass diese Begrünung, die hier in den letzten 20 Jahren von den Bewohnern irgendwie angelegt wurde, dass sie erhalten bleibt. Gerade in dieser klimakritischen Zeit. Das ist total wichtig. Absolut. Und wir kämpfen jetzt gemeinsam mit dem Bezirk und der Abgrundhausfraktion darum, dass das alles erhalten bleibt. Ja. Dass wir hier möglicherweise eine Satzung hinkriegen, die den Abriss verhindert. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass hier bald wieder Konzerte stattfinden. Ja. Alles klar. Danke.